also als nächsten Referent Professor Spitz vorstellen. Sehr bekannt, auch als Buchautor, Vitamin D, für viele auch ein Begriff, wird auch in seinem Vortrag noch drin vorkommen, aber es ist ein spezielles Thema über die modernen Erkrankungen. Darf das Wort weitergeben an Professor Spitz? Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wenn man die Überschrift liest, könnte man sagen, na, das ist ganz schön anspruchsvoll, ne? Prävention und Therapie mit Lebensstil. Es geht. Wenn man in den Datenbanken surft, und das tue ich regelmäßig, manchmal mehr als mir gut tut, dann liest man im letzten Jahr deutlich den Trend, dass wenn man mehrere Lebensstilmaßnahmen zusammenschaltet, also wie das richtige Leben so spielt, nicht nur eine Einzelmaßnahme, dass dann Dinge, die die Schulmedizin nicht heilen kann, plötzlich heilbar werden. Und da will ich Ihnen so ein bisschen von erzählen. Dass wir ein Problem haben, ist ganz klar. Die Leute kommen da so rein und kommen da so wieder raus. Das ist der Input, das ist der Output und zwischendrin ist das Put-Put. Die Frage ist, was macht dieses Put-Put mit diesen unbescholtenen Menschen, dass wir inzwischen mehr als die Hälfte übergewichtiger Personen haben? Nach dem Krieg, als ich noch auf die Schule ging oder dann als junger Student, wir hatten weder Herzinfarkte noch Diabetes, doch eine einzige Diabetiker kannte ich, eine Freundin von meiner Mutter, die war damals schon so, aber ansonsten gab es keine Diabetiker, es gab keine Herzinfarkte, alles das gab es nicht. Ein paar Leute sind fast verhungert, aber es gab die ganzen Erkrankungen. Und dann kamen die ersten Herzinfarkte und dann sagte man im Rheinland, das ist die Managerkrankheit. Ja, weil die Armen so viel Stress haben. Die hatten nicht nur Stress, sondern die haben auch gequalmt, die haben die Autos gehabt, die als Erste die fahren konnten, wir anderen durften zu Fuß gehen. Das heißt, die hatten den schlechten Lebensstil. Heute haben wir alle den gleichen schlechten Lebensstil und haben alle die gleichen Probleme. Das ist ein Experiment, was man mit Ratten gemacht hat. Junkfood innerhalb von einer Woche macht Probleme mit dem Gehirn. Ja, und zwar, die haben Ratten eine Woche lang das Zeug gefüttert und dann haben sie die in ein Labyrinth gesetzt und dann haben die nicht mehr rausgefunden aus dem Labyrinth. Und nachdem die ohnehin schon kopflos waren, hat man die noch einen Kopf kürzer gemacht und hat den Kopf dann angeschaut. Und dann hat man gesehen, dass in diesem Gehirn entzündliche Veränderungen waren, nach einer Woche entsprechender Ernährung. Und wir pflegen diese Ernährung teilweise deutlich länger. Ja. Nun können Sie natürlich sagen, ich bin ja keine Ratte. Nein, das ist richtig, wir sind Menschen, wir leben ein bisschen länger, deswegen dauert es bei uns auch ein bisschen länger, bis das sich zeigt. Ja? Dicker Bauch mit 50, dement mit 80. Das ist die entsprechende Untersuchung. Amerikanische Bürger, 36 Jahre nachuntersucht, wer entsprechend 1000 haben eine Demenz bekommen und wer entsprechend dicken Bauch und BMI hatte, 3,5-faches Risiko. Ähnliches Risikosteigerung wie Rauchen für Herzinfarkt. Das heißt also, wir haben ja eine massive Systemstörung. Und das ist das, was wir uns klar machen müssen. Es ist nie irgendeine einzelne Sache. Es ist immer eine massive Systemstörung. Dieses System ist eigentlich ausgelegt darauf, enorm zu kompensieren. Aber wenn Sie das System überfordern, entweder durch viele einzelne kleine Dinge oder durch massive Veränderungen, dann geht es nicht mehr. Wir Säugetiere zeichnen uns dadurch aus, dass wir eine saubere Thermoregulation haben. 37 Grad Körpertemperatur. Nehmen Sie mal so einen armen Tropf und setzen ihn in die Tiefkühlkammer mit 80 Grad minus. Nach 3-4 Stunden ist die Thermoregulation am Ende. Dann gefriert er zu einem soliden Block. Ja, das heißt also, dieses hochempfindliche System, was so toll reguliert ist, wirklich toll reguliert ist, hat Grenzen der Regulationsfähigkeit und dann dekompensiert es. Und das ist das genau, was wir tun. Wir dekompensieren unser tolles System. So sahen wir mal aus, als wir in der Lage waren, um die ganze Welt zu marschieren. Wir haben zu Fuß die Welt erobert. Heute können die meisten nicht mehr 3 Kilometer laufen und werden dann schon schlapp. Und das liegt daran. Das ist nicht normal, auch wenn man versucht, uns das als normal zu verkaufen. Ja? Es gibt heute XXL, wird da als normal verkauft, ist aber nicht. Denn das ist Ausdruck einer Systemerkrankung und zwar einer ganz massiven. Ja? Dann kommt natürlich sofort das Argument, ach, was hast denn du? Wir werden doch alle immer älter. Das ist richtig, aber leider nicht gesünder. Ja? Wir haben immer mehr Behinderte. Innerhalb von 3 Jahren haben wir in Deutschland 1 Million Behinderte produziert. Von 2009 auf 2012, 1 Million. Inzwischen sind 10% der deutschen Bevölkerung behindert, davon 80% schwer behindert.
offizieller Stempel. Und die können sich vorstellen, mit Schwerbehinderung und Lebensstil und Lebensfreude ist so toll nicht mehr zu machen. Gucken wir mal nach China. Es ist nicht nur in Deutschland, sondern China. Die Zunahme der Demenz in China von 1990 2010, 3,7, 5,2, 9,2 Millionen. Das sind 40% hier, 76% da und alles zusammen 250%. Jetzt können natürlich sagen, na ja, die Chinesen, die vermehren sich auch wie die Karnickel, deswegen haben die auch mehr Demenz. Das ist nicht richtig. Die Bevölkerung hat nur um 17% zugenommen. Sie brauchen nichts zu fotografieren, sie können alles haben. So, also, wir sollten nicht auf die Chinesen mit den Fingern zeigen, denn das ist der DHK-Gesundheitsreport 2015, der zeigt die Zunahme psychischer Erkrankungen in Deutschland von 1997 nach 2014. Und da Sie die kleinen Zahlen nicht lesen können, habe ich das für Sie hochgerechnet, plus 270%. Die Chinesen hatten nur 248%. Ja, das heißt also, bei uns klappt das ganz genauso. Die Menschen sind überall gleich. Und wenn die Chinesen den gleichen bescheuerten Lebensstil übernehmen, wie wir ihn haben, kriegen sie gleichen bescheuerten Krankheiten wie wir. 30% der chinesischen Kinder sind inzwischen fett. Vor 20 Jahren sind die alle noch mit dem Fahrrad gefahren oder zu Fuß gegangen. Heute haben sie das Problem wie wir. Global Burden of Disease 2015 publiziert worden, in der Tat, von 65 auf 71 Jahre angestiegen, aber nur noch 4% hat keine Gesundheitsprobleme. Überlegen Sie es mal, 4% der gesamten Bevölkerung hat keine Gesundheitsprobleme. Ab 65 haben sie im Schnitt so 4 bis 5 Probleme. Das ist Standard, aber ein mieser Standard, ganz klar. 50% Anstieg des Verlustes gesunder Lebensjahre. Das ist doch das Problem. Was nutzt es mir, wenn ich mit 75 bis 80, 5 Jahre lang, mit dem Waggeli durchs Altenheim geschoben werde und Demenz habe?